Was ist hier passiert? Ich versteh's gerade nicht. Ich kapier grad null, was gerade abgeht. Warum? Stopp, 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 stopp. Okay, sie haben anscheinend den Soldatentausch gemacht. Aber warum? Was war der Grund? Ja, die sind einfach. Die sind einfach dumm. Das kannst du jetzt tapfer nennen, ich nenne es dumm. Weil ich glaube, die haben keinen neuen Soldaten. Nee, die verlieren auch. Ja, jetzt hör mir auf, oder? Die haben sich jetzt quasi, was heißt die letzte Chance, die haben so, wie nennt man's, so ein bisschen den letzten Willen reingeballert jetzt. Okay, super, ich bin proud. Was ich nicht verstehe, ich sehe die ganze Zeit Schilde rumliegen, machen die keine Schwerter? Das kannst du ja nicht einstellen in Siedler 2, du kannst ihnen ja nicht sagen, macht bitte nur Schwerter. Wir könnten hier auch eigentlich Kohle abbauen. Wenn ich mich richtig entsinne, gab es da Kohle. Entschuldigung. Es ist gerade so entspannt. Es ist gerade so ein richtiges Taktieren. Im Kopf immer so, so und so viele Steine haben wir vermutlich noch. Das und das dürfen wir machen. Das ist irgendwie geil, aber auch, boah, es ist schon auch... Okay, wir haben nochmal Kohle gefunden. Das ist ja schon mal was. Wenn die da bitte noch ein Gold reinbringen. Ein einziges. Danke. Hier läuft alles tutti, die sind alle glücklich, das ist super. Wir können eigentlich im Prinzip auch alle echt gut versorgen. So, hier haben wir nochmal dick Kohle. Lassen wir die hier nochmal durchforsten alles. Wobei wir, glaube ich, langsam mit dem Gebirge hier anfangen können. Sorry, meine Stimme verreißt gerade wie Sau. Ich habe die ganzen Dark Calls gehabt, Meetings und sowas. Von der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, hier nochmal eine Burg hinzubauen. Würde unfassbar viel Steine kosten. Besonders, wer weiß, ob die da jetzt ein militärisches Gebäude hinbauen. Wir müssten auf jeden Fall das Gebäude hier wegbringen. Ich weiß auch nicht, ob wir das hinbekommen.
Wir wissen leider so ein bisschen arg wenig über das Gebiet hier oben. So auch was so für Katapulte da oben stehen und so, okay? Das geht immer weiter. Ich muss leider Baracken nehmen. Ich kann nichts anderes bauen. Also es wäre grundsätzlich schon sinnvoll, hier jetzt eine Burg reinzupreschen. Aber wie viel nehmen wir ihn wirklich weg? Ich muss hier noch halb... Also ich muss hier zumindest Wachstuben hinbauen, um genug Gebiet einzunehmen, um an die Rohstoffe hier zu kommen. Komm, dreht gleich wieder um. Dreht gleich wieder um mit dem Gold. Mit so einem Quatsch braucht ihr mir nicht kommen. Nicht in den Zeiten. Nicht momentan. Ich finde es so ein bisschen schade, dass sie hier keine... Ja, sie produzieren jetzt wieder Soldaten. Sie produzieren wieder Soldaten und sie... Sie bauen da kein neues Militärgebäude hin. Ich bin so... was soll ich tun? Schlagt mir was vor. Schlagt mir irgendwas vor mit einer halbwegs plausiblen Erklärung. Ich will irgendwas von euch hören. Was soll ich machen? Ich bin gerade so am struggeln. Soll ich jetzt die Wikinger angreifen? Soll ich hoffen, dass da noch irgendwas ist? Irgendwas Granittechnisches? Wie? Was soll ich hier machen? Wisst ihr? Ich meine, gut, sie haben 3 Burgen verloren. Das heißt, sie haben deutlich... Sie können uns nicht mehr mit dieser Riesenarmee angreifen, die sie hatten. Reicht es hier? Soll ich hier eine Burg reinbauen? Es kann natürlich sein, dass es die Burg nicht mal schafft, das Katapult kaputt zu machen. Dann haben wir ein Riesenproblem. Was sollen wir tun? Sie haben hier immer noch 2 Wachtürme, die vollständig aufgerüstet sind. Selbst wenn ich da mit 17 Soldaten, mit 17 Generälen reinreite, werden die uns vermutlich besiegen. Wie viel sind da drin? 6 Stück. In beiden sind es 11. Wer weiß, was da oben noch ist. Der größte Fehler wäre, wenn wir jetzt hier eine Burg hinbauen und die schafft es nicht, dieses Katapult zu zerstören. Das Katapult ist sehr, sehr, sehr... Ja, und das da oben ist ja auch noch da. Das Sicherste wäre, diesen Wachturm anzugreifen. Das wäre das Allersicherste, was man machen könnte. Thank you.
Ja, diese Angriffsentscheidung kann alles zerstören. Diese Entscheidung, wann wir wen angreifen, kann alles, was wir bisher geschafft haben, kann das zerstören. Ich hoffe immer noch auf ein Steinvorkommen. Das ist es, was mich da drüben antreibt. Deswegen bin ich auch gerade noch im Schnelldurchlauf, weil wir warten eigentlich nur darauf, dass das da drüben fertig wird. Wir wissen, was es hier gibt. Wir wissen, dass es hier was gibt. Und was es hier besonders gibt. Und sie produzieren wieder Soldaten. Ja. Langsam aber sicher. Soll ich angreifen? Ja, vor denen habe ich gar keine Angst, vor den Wikingern. Die sind Geschichte. Die laufen da jetzt eine Endlosschleife durch. So eine Schleife der Sinnlosigkeit. Die können jetzt hier ewig ihren Fisch holen und was weiß ich, aber insgesamt machen die nichts mehr. So. Weitere Kosmetik betrieben, bis jeder Baum weg ist. Erst wenn jeder Baum weg ist, werde ich ruhig schlafen. Ich hoffe verzweifelt darauf, dass die hier noch was hinbauen. Ja, es ist super, dass wir die Verteidigung von ihnen gebrochen haben. Das ist klasse. Man könnte sich sogar... Machen die Soldatentausch? Oder ziehen sie einfach nur die Männer von hier ab? Ja, zumindest von da oben haben sie Soldaten abgezogen. Jetzt könnte man sich überlegen, hier anzugreifen. Sollen wir einfach... Wisst ihr was? Wir rätseln die ganze Zeit hier rum. Jetzt lasst uns doch da einfach mal angreifen, oder? Lasst uns das doch einfach mal austesten. Ich meine, wir können ja... Ich habe ja gespeichert, wir können ja dann wieder an den alten Punkt zurück. Ist ja kein Problem. Einfach mal ausprobieren, wo uns das hinführt. So, der erste kommt uns schon entgegen. Da kommen uns ein Haufen Leute entgegen. Ich mache es auch im Schnelldurchlauf. Oder soll ich? Nee, lass mal normal. Vielleicht behalten wir es auch bei. Vielleicht behalten wir es ja auch so bei. So, der Krieg zwischen Brüdern hat begonnen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass das fertig ist. Ich weiß leider nicht, ob wir irgendeine von diesen Kämpfen gerade gewonnen haben. Ich habe auch nicht im Blick, wir haben mit sehr vielen, hier haben wir einen besiegt, hier ist einer auf dem Weg, ich glaube, der wollte den Gegenangriff machen. Ich glaube gar nicht, dass der rein zum Verteidigen kommt. So, jetzt will da einer dazwischen gehen. Baby, du bist so sexy. Du bist so unfassbar sexy.
Das könnte jetzt gerade verdammt gut funktioniert haben. Okay, hier kommen die ganzen Rekruten angerauscht. Ich will hier gleich weiter. Ich will, dass die Wachtürme endlich besetzt werden können. Naja, das wird aber nichts. Entweder er besiegt ihn direkt oder das wird nichts. Ansonsten wird uns das nicht gelingen hier. Also zumindest, unsere Prognose ist richtig, da oben ist Stein. Wir kriegen also Stein. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Sollen wir das jetzt so weitermachen, den Kampf hier, den wir entfacht haben? Sollen wir uns das jetzt weiter so geben? Von ihm hängt so ein bisschen ab. Wenn er jetzt den besiegt, dann ist richtig gut. Wenn nicht, dann ist halt extrem scheiße. Er kassiert... Weil dann dürfen die nämlich reinmarschieren. Ne, gehört uns. Wir werden aber sofort angegriffen. Andererseits haben wir sie jetzt dadurch schon massiv zurückgedrängt, gell? Also selbst wenn, sagen wir mal... Er hat ihn sogar einmal auf... Selbst wenn die sich jetzt... Naja, nee, dann besetzen sie ja die Gebäude neu. Wisst ihr was? Wir zerstören die Gebäude einfach. Ich zerstöre die einfach. Dann müssen die neu bauen. Scheiß doch drauf. Ja, wenn sie Bock haben, sollen sie sie neu bauen, oder? Das ist doch eigentlich die Top-Strategie. Jetzt schauen wir, wer von unseren Leuten noch überlebt. Die überleben, sollen zurückkehren. Da zum Beispiel ein überlebt, da oben auch. Und die sollen das erstmal alles wieder aufbauen. Da schau her, da haben ein paar überlebt, 3 Stück. 3 Generäle sehe ich. So, wir können hier weitere Generäle ausbilden mit unserem Gold. Das ist top gelaufen. Hier oben haben wir den Stein, den wir so dringend brauchen. Ja, zieh dich zurück, komm. Ja, mit denen können wir leider gerade nicht angreifen. Die bringen uns nichts. Besser hätte es ja gerade nicht laufen können. Die können das jetzt alles wieder aufbauen. Das wird ihre Wirtschaft hat kaputt gemacht. Sie haben jetzt, ja gut, sie haben hier noch ihr Eisenbergwerk. Das ist ja schön und gut. Aber insgesamt hat sie ihre Wirtschaft kaputt gemacht. Die müssen sich jetzt hier erstmal aufrichten. Hier sieht es gut aus, genau. Bringt mir hier noch ein bisschen Gold rein. Dann können wir uns überlegen, die Wikinger anzugreifen. Ihre Militärmacht ist massiv nach unten gegangen. Und wir haben wieder Stein. Wir haben tatsächlich wieder Stein. Die müssen jetzt gucken, was sie aus dem machen, was wir ihnen quasi übrig gelassen haben. Ich würde sagen, Leute, das belassen wir dabei, oder?
Ich meine, warum sollte ich jetzt zurückspulen? Warum sollte ich zurückspulen? Wir haben den Kampf so? Aber wirklich genau so entwickelt, wie wir den wollten? Hier verstärke ich jetzt noch ein bisschen die Verteidigung. Hier oben kriegen wir endlich unseren Stein. Und dann, hier werden wir dann irgendwann ein Militärgebäude bauen. Gut, hier auch. Natürlich, um möglichst viel von diesem Berg zu haben, das ist klar. Da muss dann einfach was Größeres her. Auch wenn es nicht so schön ist. Aber das sieht eigentlich jetzt ganz gut aus. Die Wirtschaft von denen ist erstmal gekippt. Das liegt jetzt eigentlich komplett bei uns, wie wir mit denen weiter vorfahren. Die werden das wieder aufbauen. Das bezweifle ich gar nicht, dass die da jetzt wieder rumstromern. Das können sie ja auch machen. Das ist mir auch vollkommen recht. Wie viel sind denn zurückgekommen? 4 Generäle. Ja, Leute, ich denke, das ist ein Bild, mit dem wir uns gut abgeben können. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, wir haben uns eine gute Ausgangslage verschafft. Ich glaube auch nicht, dass der Angriff zu früh kam. Ich glaube sogar, dass der relativ gut getimt war. Jetzt ist halt die Frage, was die hier bauen. Ob die hier krass einen auf wir machen jetzt Wachtürme und so bauen. Das sieht mir zwar, wenn ich den Ansatz anschaue, nach einer Wachstube aus. Wachstuben können wir gut verteidigen. Aber ansonsten, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Wir haben jetzt endlich unseren Stein gefunden. Den brauchen wir, den müssen die leider hier runter transportieren, weil da oben bringt er uns gar nichts. Hier ist weiteres Gebirge, das wir für uns nutzen können. Unsere Situation hat sich zum Glück doch nochmal verbessert. Die hat sich nochmal massiv verbessert. Ich werde nichts bauen, was irgendwie arg unnötig ist. Den baue ich hier, weil wir das Gebirge hier brauchen. Aber ansonsten werde ich nichts bauen, was irgendwie arg unnötig ist. Genau, das wird ein Ding. Passt. Vielleicht kriegen wir den sogar mit dem Katapult. Na, ist ein bisschen weit weg. Egal. Freunde, ich freue mich aufs nächste Mal. Das wird ein spannendes Level. Das war ein strategischer Geniestreich von uns. Und ja, mal sehen, was passiert. Haut rein, bleibt gesund, euer Uni-Let's Play. Ciao, ciao.